So, hallo und damit herzlich willkommen zu Let's Play Age of Empires 3. Ich bin der Zeus und werde gemeinsam mit euch dieses schon etwas in Jahre gekommene, aber dennoch sehr gelungene Spiel spielen. Kleine Info vorab, aufgrund von zeitlichen Umständen und meiner Gammel-Internetleitung wird vorerst wahrscheinlich nur ein Video pro Woche kommen. Aber ich freue mich trotzdem, das Spiel mit euch zu spielen. Ich habe es schon länger nicht mehr gespielt, aber habe damit immer sehr viel Spaß gehabt. Und wir starten jetzt einfach mal mit Akt 1 der Kampagne Blut, Eis und Stahl. Viel Spaß. 16. Jahrhundert verteidigen die Ritter des heiligen Johannes auf der Mittelmeerinsel Malta ihre letzte Festung gegen die Invasion der Osmanen. Die Geschichte meiner Familie in der neuen Welt beginnt mit dem Angriff auf Malta, dem letzten Außenposten eines aussterbenden Kreuzritterordens. Eins ist gewiss. Mein Ahne Morgan Black gehörte den Rittern des heiligen Johannes an, als diese die Insel gegen Sahin und die Osmanen verteidigten. Der Rest. Nun, wie in den meisten Familien ist es schwierig, Wahrheit und Legende auseinanderzuhalten. Morgen, die Osmanen sind gelandet. 1000 Janitscharen, angeführt von Sahin dem Falken. Erlan Magnan ist immer noch Anführer der Ritter. Und er sagt, wir müssen sie am Strand aufhalten. Wir beziehen hier Stellung. Die Kreuzzüge sind vorüber. Und dein Orden ist auch nur noch ein Relikt. Ich bin noch nicht bereit zu sterben, Falke. Und unser Orden wird nicht untergehen. Er ist bereits untergegangen, Morgan. Willst du mit ihm untergehen? Okay, die Sequenz war jetzt etwas am Ruckeln. Das wundert mich. Wenn das weiter so anhält, muss ich in den Einstellungen mal ein bisschen was gucken. Hallo? Tut sich auch irgendwas? Ich bin mir nicht sicher, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass das Spiel schon so etwas älter ist, dass das. Ah, okay, jetzt tut sich was aus. Stationiert die Armbrust an den vorderen Wällen und attackiert die Janitscharen. Haltet das Fort um jeden Preis. Kurz die Steuerung wieder reinfinden. Primäres Ziel, die Befehlszentrale des Forts verteidigen und sekundäres, sammeln Sie alle Schätze auf der Karte. Das können wir gleich gerne machen. Commandement? I want. Yes. Commandement? I need something. Ja. Am besten fange ich. Ich mache kurz etwas leiser, weil ich bin mir nicht sicher, ob ich nicht sonst zu leise rede. So. Am besten produziere ich auch Bilder auch weiterhin noch Armbrustschützen aus. Ready. Hier ist auch schön da. Yes. Ja gut, dann machen wir uns mal daran, die Schätze einzusammeln, schnell nebenbei. Ready? Yes. Wie sieht's hier aus? Yes. Bis jetzt sieht's ja ganz gut aus. Yes. Du gehst zunächst da unten hin. So, wenn wir so viele Schätze wie möglich sammeln, erhalten wir auch mehr Rohstoffe. Ja, da hast du recht. Wie sieht's aus? Die erste Welle ist besiegt.
den Turm reparieren. Geht das? Geht das nicht? Das sollte ich vielleicht machen. Gut, ich sieh yes. aus. Du gehst dann wieder Holz sammeln. Ready. Ich hab keine Ahnung, was du gemacht hast. Du gehst auch einfach mal Holz sammeln. Und alle Schätze fertig. Alle Schätze gesammelt. Sehr gut. So, das läuft ja bis jetzt erstaunlich gut. Yes? Nein, ich will das Tor auswählen. Kann ich das Tor selber auswählen? Ja, aber ich kann nichts machen. Okay. Okay. Okay, das repariere ich gleich mal, wenn der Turm das überlebt. Immer schön Nachschub ausbilden. Und hier vielleicht auch schon mal ein paar Pikeniere. So. Und gut. Gut. Der ist trotzdem fast tot, naja, gut. Und ich kann ihn nicht reparieren, das ist schade. Greif die osmanischen Reiter mit den Pikenieren an! Werde. Reiter. Ich warte, bis die Reiter hier nahe kommen. Aber schick die Pikeniere schon mal. Es kann sein, dass ich am Anfang ein bisschen zu leise rede die ganze Zeit. Ich mich erstmal so daran gewöhnen muss. Das ist etwas ungewohnt, während des Spielens zu reden. Aber ich versuche das jetzt gerade so wirklich, dass ich einfach mal alle Gedanken, die mir so durch den Kopf gehen. Nein! Ich hasse es, diese KI. Geht dahin! Boah! Mein Gott! Ich versuche es so, dass ich mir alle, alle Gedanken, die mir so durch den Kopf gehen, einfach nenne und aufzähle. Und diese KI manchmal, das kann ich einfach tun, bis man den so hat. Ah, das Problem wird wohl jeder kennen, der Strategiespiele spielt. Die wollen schon. Manchmal kann man sich wirklich darüber aufregen. Gerade halte ich es nicht für nötig, noch weiter die Pikeniere da rauszuschicken, weil die Armbrustschützen das auch ganz gut hinbekommen und die Pikeniere ansonsten alle hilflos ausgeliefert wären. Ich könnte auch versuchen, Ausfall zu starten, allerdings halte ich das nicht für so nötig, weil das bis jetzt ganz gut läuft. Nein, da... Ja, ganz stimmt, Wolf. Also, wenn die sich so verhalten, dann verdienen die es auch nicht anders, als einfach zu sterben. Malor, die Türken bringen die große Bombarde in Anschlag. Wie sollen wir sie mit Pike und Muskete besiegen? Unmöglich. Wir brauchen Kavallerie. Wir müssen Kommandant Erlen und den Rittern ein Signal geben. Zwei Siedler sollen auf den Hügel im Westen steigen und das Signalfeuer entfachen. Okay, Signalfeuer. Einfach, nein. Einfach aus so einer Überlegung aus. Ready. Yes. Du und... Yes. Du. Meine so. Wie sieht's aus? Oh, ready. Shisho. Peter, Dale. Schicken die direkt gegen die... Ja. Die Franzosen sind auf dem Hügel und versuchen ein Signal zu geben. Schick dein Schiff um ihre Flanke herum und greif diese Siedler an. So, was? Wer greift wen an? Ich hab verstanden, greift die Siedler auf dem Hügel an. Dann schicken wir mal... Morgen! Die Osmanen brechen seitwärts aus, um die Siedler auf dem Hügel anzugreifen. Okay, dann müssen wir uns beeilen. Schickt einige Männer auf den Hügel, um diese Siedler zu verteidigen. Das war jetzt echt dumm, ich hätte ihn direkt dabei schicken sollen. Sterben wir auch. Und ich brauche wieder nur Nachschub hier. So. Noch halten wir die Stellung ganz gut, würde ich mal sagen. Auch hier noch ein bisschen. Und ihr Freunde. Statt schon mal hier. Yes. Ich meine so.
Vielleicht sollten wir da zusätzlich auch noch ein paar Armbrustschützen hinschicken. Okay, wir halten die Stellung weiter ganz gut. Geschafft! Das Signalfeuer brennt! Ja. Okay, bis jetzt halten wir alles ganz gut. Noch mehr Bombarden! Okay. Hoffentlich ist Alan unterwegs. Jetzt wird's schon problematisch. Also finde ich schön, dass die mit ihren Johnny Chan ankommen und wir einfach nur Armbrustschützen haben. So, Armbrustschützen sind jetzt nicht gerade guter Ausgleich verglichen mit Kanonen und... Warum brennt das Signalfeuer? Und warum bin ich hier, Morgan? Ah. Ich habe euch befohlen, das vorzuhalten. Ja, hallo. Sahin, der Falke rückt mit schweren Bombarden vor. Ich finde schön, dass er einfach nur hier rumsteht, sonst der Falke kann es mit meiner schweren Kavallerie nicht aufnehmen. Das wäre echt ein bisschen blöd. Voran, Morgan! Zerstört diese Kanone! Ja, my Lord! Schickt die Kavallerie durch das Vor und schaltet noch zwei! Yes? Gut gemacht! Holen wir uns die... Jetzt zerstören sie alle großen Bombarden. Letzte! Ja, das macht ihr gerade richtig. Come on. Red. Come on, the Mabla. Geh nach da. Das ist die letzte Bombarde. Ausgezeichnet. So, dann schlagen wir haben den Falken besiegt. Im Augenblick. Ah, schön. Das ging ja erstaunlich gut. Heimatstadt. Stufe 2, Malta. Gut, hier kann ich gerade nicht so viel machen. Also gehen wir einfach mal direkt ins nächste Fenster. Nachdem Sahin aus Malta vertrieben worden ist, formieren Morgan und seine Männer sich neu und bereiten sich darauf vor, die überlebenden Osmanen aus ihren Lagern zu verjagen. Dann schlagen wir sie mal endgültig zurück. Antworten. Wir müssen nicht kämpfen, Franzose. Zweifelst du nie an törichten Befehlen? Warum nennst du mich so? Ich bin Schotte. Ihr Europäer seid doch alle gleich. Öffne endlich deine Augen, Morgan, oder du und dein lächerlicher Orden werdet keine Zukunft mehr haben. Das werden wir noch sehen. Sehr gut, Morgan. Die Türken verstecken sich in den Höhlen im Osten. Wenn wir jetzt angreifen, können wir sie von Malta vertreiben. Nichts wäre mir lieber als das, my Lord. Ihr da kommt mit mir. Holt die Bombarde. Aber es ist ja eigentlich interessant, dass die den Sahin jetzt einfach so haben ziehen lassen, obwohl die eigentlich noch im Kampf mit dem sind. Das finde ich... ist irgendwie seltsam. Naja, wie auch immer, in die Höhlen. Sir, wir werden aus dem Osten angegriffen. Wir können nicht länger standhalten. Schön. Ja, das fängt ja großartig an. Bring die Bombarde nach vorn! Ja. Ja. Weil das läuft, das fängt ja sehr schön an. Na ja. Zum Glück verletzt man sich nicht, also zum Glück besiegt man nicht seine eigenen Einheiten. Gut gemacht. Jawohl. Ich denke da nur an Total War. Die Osmanen verstecken Waffen und Vorräte in den Höhlen im Osten. Wir müssen sie von dort vertreiben. Zerstören sie alle Waffenlager der Osmanen. Und zwei nicht entdeckte sekundäre Ziele. Wir haben ein Waffenlager entdeckt. Ja, schön, okay, dann... Ja, Moment. Schauch! Was haben wir hier? Sir, das Lager ist zu schwach, um gegen eine Janitscharen-Armee zu kämpfen. Wir müssen eine Geschützgießerei bauen und Ringschleuderer ausbilden. Sie wissen, wie man mit Janitscharen fertig wird. Bauen wir einfach mal hier neben die Kasse. Richt. Ah, das ist schon mal das erste sekundäre Ziel. Das ist... Hallo? Wer ist denn die alle mal dahin?
kostet das? Ja, das kann man sich leisten. Zehn Ringschleuder. Oh, jetzt haben wir ja drei sekundäre Ziele auf einmal. Ja, okay. Wir gehen schon mal da oben. Was gibt es hier Schönes? Zehn Ringschleuder. 1, 2, 3, 4, 5. Dahin. Dahin, ja. Gut, ihr haltet hier die... Ich will die ganze Zeit so Total War-mäßig die Einheiten formieren und so. Schweizer Pikiniere, oh, das ist gut. Datortel, haben wir Tegscher? Was haben wir denn hier? Schach, haben wir Jeschal? Töten wir einfach mal Zivilisten, das ist doch immer gut. Wie kennst du das? Haben wir Tegscher? Danach gehen wir hier rüber. Druck Nummer 1. Was haben wir hier? Schiffe? Oh, ein Schiff. Wow, das ist... Ready. Wir gehen schon mal hier weiter. Lass diese Gefangenen frei! Okay. Gefängnis. Cheshul, haben wir Tegscher? So. Nimischen. Wie kennt ihr? Haben wir Teg Nimischen? Haben wir Tegscher? Ja. Along. Ready. So. Leon. Gut, dahin. Iwis. Dann schwächen wir die erst einmal ein bisschen, bevor wir sie ganz fertig machen. Wo habe ich jetzt morgen geschickt? Nee, ernsthaft, wo ist der denn? Yes? Dort ist der Eingang zu den Höhlen. Die Waffenlager müssen dort drinnen sein. Wie kommt ihr denn? Lasst uns diese Höhlen säubern. Zerstört alle Waffenlager, die ihr findet. So, erstmal töten wir dich hier alle. Ready, Iwis. Töten wir hier alle? Yes. Und ich habe schon wieder aus dem Augenwinkel ein Gefängnis gesehen, ja. I war. Jetzt gehen wir zum Gefängnis. Oder erstmal zum Dorfzentrum. Schau, so you'll see. Ja, Schützgießerei und sowas machen wir jetzt auch schon. Wer ist denn erstmal auf die draufhauen? Jetzt kommt er hier drauf. Ja, das wird ein bisschen dauern, aber. So, hier. Schau! Schau, komm, Jessel! So, gut, dann töten wir erstmal die ganzen Dorfbewohner. Wenn wir denken, dass wir das Spiel verwickeln, dass man hier die ganze Zeit Zivilisten abschlachtet. Also nicht die ganze Zeit, aber schon ziemlich viel. Na ja, so, ihr geht vielleicht schon mal hier drauf. Wie sieht's hier aus? So. Ready, day on. Wer ist da drauf? Wie sieht's hier aus? Im Wind, die Lady hier. So, dann haben wir schon mal den Eingang der Höhlen gesichert. Wieso überleben die das so lange? So, die bauen... Ah, ja, genau. Baut einfach eine neue Facette. Oder auch nicht mehr. So, jetzt machen wir erstmal das hier kaputt. So, ich weiß gar nicht, irgendwie komme ich mir die ganze Zeit so vor, als würde ich viel zu leise reden, verglichen mit der Musik, die man hier so hört. Schau, komm, Jessel! Wie kennst du, Royalsi?
So, ich mache euch das hier schnell kaputt. Also ihn. Ich schaue nicht mehr. Jetzt mal gucken, was es da noch gibt. Wir haben weitere Gefangene gefunden. Wobei, er hat doch. Genau. Okay. Mal gucken, wie gut der damit durchkommt. Einer ist schon mal tot. Den Rest kümmern wir uns später. So.